Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Geek Freaks Podcasts. Heute ist dabei der Alex. Wer sonst? Und der Lukas freut sich heute besonders über die Zahlungsmethoden von FedEx. Und Alex und ich reden heute über Ende-zu-Ende verschlüsselte Messenger auch noch im Podcast. Damit haben wir mal Themen gelistet vor dem Intro. Was? Das ist doch nicht normal. Ja, nee, ist auch nicht normal. Und das Intro, das kommt auch direkt jetzt. Wahnsinn, das gibt's doch nicht. Wow, das hat Alex sogar gehört. Ja, wow, ey Mann, Lukas. Wow, Audio-Routing und so. Du verwöhnst die Leute, das geht doch nicht. Ja, genau, sie kriegen sogar ein Intro. Für alle, die das jetzt interessiert, warum wir davon so fasziniert sind, wir testen gerade ein bisschen einen neuen Workflow für die Aufnahme hier. Das schadet nämlich nie, habe ich gehört. Nee, neue Workflows testen ist immer gut, besonders wenn die anderen sich schon mal so verzögert hatten, die Podcasts, weil ich so ein begeisterter Anwender von Adobe Audition war. Du bist allgemein begeistert von Adobe. Das stimmt, aber... Aber es ist ein ganz anderes Thema. Wenn sich wieder wie eine Karen benimmt. Tut's doch meistens. Genau, worüber wollen wir jetzt zuerst reden? Soll ich mich zuerst freuen, was das Ganze hier ist? Ich weiß auch noch nicht, wie sehr es unsere Zuschauer interessiert, aber die mögen es ja eigentlich, habe ich ja schon gesagt, die mögen es immer, wenn man Firmen zerreißt. Eigentlich. Normalerweise... Wenn es eine Kaufberatung gibt. Ja, solche Sachen mögen sie eigentlich immer ganz gern. Genau. Leute, FedEx, wenn ihr es könnt, vermeidet es. Findet Alex ja mittlerweile auch. Ja, ich habe damit mit FedEx sehr viel Spaß und Freude gehabt. Aber Lukas, erzähl doch erstmal du. Genau, ich fange erstmal an. Und zwar habe ich nämlich erstmal ja schon für die Community was bestellt gehabt, teilweise, was ich ja angesetzt hatte zu machen. Und zwar Platinen beim Chinesen, die natürlich mit speziellen Verfahren gefertigt und kontrolliert und lackiert und nochmal beschichtet und werden müssen und mit ordentlichen Goldfingers ausgestattet, damit sie auch in PCI-Express-Slots reinpassen. Also, die du halt nicht mehr so super billig für 5 Euro vom Chinamann irgendwo kriegst. Das heißt also, ich habe jetzt insgesamt, wie viel war das nochmal hier, $31 für Platinen ausgegeben gehabt. Dazu dann nochmal $10 Shipping per FedEx, weil das war günstig. Und ich habe auch gesagt, hier Prepay Taxes da hier schon für Import und so. Also, was erwartet man dann eigentlich? Dass das funktioniert. Dass das Paket ankommt und damit alles verzollt und abgerechnet und ohne Probleme drin ist. Ja, was passiert dann aber aus irgendwelchen Gründen? FedEx schickt dann nochmal eine Rechnung nach. Von wegen, ja, hallo. Wir haben übrigens dein Paket verzollt gehabt. Sich die Prepaid-Zoll hier, den habe ich übrigens von den Chinesen wieder zurückgekriegt per PayPal. Hast du? Weil das irgendwie da, ja. Das ist gut, das ist selten. Das ist wenigstens, ja, wenigstens etwas, aber ich meine, die Chinesen setzen immer auf Kundenzufriedenheit, witzigerweise. Aber im Gegensatz zu anderen Unternehmen, bei denen du nicht mal anrufen könntest, ohne 60 Cent oder sowas nochmal zu bezahlen. Das, ja, sowas habe ich gehört, dass das existiert. Genau. Genau, 0180er Hotline, wer lebt sie nicht? Jedenfalls, von FedEx gekriegt, Rechnung, einmal nochmal hier, über Zoll. Und zwar sind da einmal drauf, 5,93 Euro Einfuhrumsatzsteuer. Okay. Dazu 12,50 Euro Vorlageprovision und darauf kommen dann nochmal 2,38 Euro Mehrwertsteuer. Oh. Oder Umsatzsteuer ist sie ja genannt. So, und rate mal, wann die Rechnung hier datiert ist. Okay, datiert ist sie auf den 27.01.21. Und Alex weiß ganz genau, wann ich sie gekriegt habe, weil ich habe ihm nämlich dann eine ultrafreudige Nachricht geschickt schon, von wegen, oh geil, das wird ja nochmal teurer, was ich da gekauft habe. Aber sie ist angekommen. Oh lala, da fährt aber jemand an der Nähmaschine, Gassi. Sie ist angekommen am 17.02.2021. Und was die Leute jetzt bestimmt brennend interessieren wird, wir haben hier dann schon direkt den nächsten Brief fertig gemacht gekriegt, offenbar von denen. Weil am 15.02. haben sie schon eine Zahlungserinnerung rausgeschickt, bevor die Rechnung überhaupt angekommen ist. Ist das nicht ein Ding? An sich,
mal davon abgesehen, dass die ja erst jetzt 6.3. angekommen ist, also okay, ist gestern, wir nehmen gerade am 7.3. auf, aber ist das nicht eigentlich irgendwie marktüblich, dass man Rechnungen erst zustellt, bevor man sagt, die ist fällig? Normalerweise schon. Natürlich kann es natürlich immer Probleme geben mit der Zustellung. Das wissen wir ja alle, ne? Klar. Ja gut, ich meine FedEx hier, das ist hier per irgendwie PostNL verschickt worden. Ist sogar, steht witzigerweise Priority und Prioritäre drauf, also irgendwas Echt Französisches. jetzt? Yep, ist oben hier rechts in der Ecke da noch daneben. Kann ich dir gerne auch mal als Foto schicken. Aber Kannst du machen. das ist so wirklich so von wegen, ja hier, Priorität. 3 Wochen Versandzeit. Hallo, kein Wunder, dass das Päckchen, was per FedEx International Priority gekommen ist, so eine riesen Versandzeit hatte, bis das dann fertig verzollt und da war. Kein Wunder, ja. Aber das ist halt so, das ist halt wirklich ein Hohn, dass die dann halt wirklich da auch noch reinschreiben, so von wegen, am 15., also 2 Tage bevor die Rechnung da ist, bla bla bla, bitte sofort bearbeiten, bitte innerhalb der nächsten 10 Kalendertage, also sie ist vom 15.02. datiert, das heißt, wenn die wahrscheinlich genauso rechnen, wie die Rechnung fällig ist, kriege ich wahrscheinlich schon die Mahnung, noch bevor ich die Rechnung überhaupt irgendwie vollständig geklärt hatte mit denen. Aber den E-Mail-Support, da gehen wir gleich drauf ein. Hab gehört, das gibt's ja. Ja, aber jedenfalls steht hier halt drauf, so von wegen Rechnungsdatum 27.01., Rechnungsfälligkeit vor 19 Tagen. Guck mal, ist also schon, steht schon drin, bla bla bla, ist überfällig, bla bla bla, bezahlen Sie in den nächsten 10 Kalendertage, um Maßnahmen zu vermeiden. Also, ich habe ja erstmal, als ich die Rechnung gekriegt hatte, noch eine Mail geschrieben gehabt, um das Ganze zu klären, von wegen. Wie war denn das jetzt eigentlich mit dem Prepaid-Ding da von wegen? Hier hatte ich aber den Chinesen schon alles bezahlt und so weiter, bla bla bla. Und an sich, ich mache ja immer den ganzen Kram dann, wenn ich sowas verschicke, von wegen einmal Delivery Notification und Return Receipt, also Lesebestätigung. Ja. Was habe ich gekriegt? Ich habe eine Delivery Notification gekriegt. Ich habe eine Lesebestätigung gekriegt. Und rat mal, was ich nicht gekriegt habe. Was hast du nicht bekommen? Also außer der automatischen Antwort, dass ein Ticket aufgemacht wurde, habe ich nichts gekriegt als Antwort. Hey, das ist so Und dann ein cool. paar Tage kam eine Notification, ja, übrigens, das Ticket ist jetzt fertig bearbeitet und wurde geschlossen. Echt jetzt? Geil, oder? Das ist jetzt nicht ganz so gut. Also jetzt Anfang März habe ich mir gedacht, okay, muss sowieso Serverrechnungen überweisen und so weiter. Okay, bezahlst du den kompletten Wucher hier halt? Und hab halt dann die 20 Euro da überwiesen gehabt, dann so 20 Euro noch was. Und hab halt mich mit den Chinesen auseinandergesetzt gehabt. Und die hatten gesagt, ja klar, kein Thema, haben wir hier ja auch schon, ist sowieso zurückgekommen von denen hier, weil hier hast du zurück. So, das ist dann, wundert mich irgendwie schon so ein bisschen. Ach, das ist ja. Ja. Und dann habe ich jetzt noch mal einfach dann eine Mail aufgesetzt gehabt, als die Zahlungserinnerung am 6. eingetroffen ist. Zur Erinnerung, ich habe dann Anfang März, ich glaube 1. oder 2. war es, die Überweisung angestoßen. Ja, 2. war es, habe ich sowieso die Rechnung für meine Server gekriegt gehabt, die muss ich überweisen. Also direkt alles in einem Rutsch, anstatt das jetzt hier mehrfach anzufangen mit Buchhaltung, ist das immer einfacher. Finde zumindest ich. Hast du auch recht, aber ist sauber. Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich halt mal so eine Nachricht geschickt gehabt, so von wegen hier, so bla bla bla. Ich den halt mal jetzt komplett klar mache. Ich will eure Zusatzpauschalen nicht. Wenn ihr was verzollen müsst, bringt das Paket zum Zoll, weil das, was ihr nämlich da draufschlagt, dafür kann ich nämlich super plus bleifrei vergoldet und Oldtimer-Additive hinzufügen und mir erst noch einen Oldtimer leasen, damit ich dorthin fahren kann. Ja, Flex. Ja. So, was habe ich dann gekriegt? Machen wir ein Rate mal die Antwortspiel. Erstmal bla bla bla, Ticket wurde bekommen. Ticket wurde geöffnet, Mail wurde gelesen und ich habe tatsächlich eine Antwort gekriegt. Echt? Ja. Was für ein. In dieser Antwort. Bla 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 betrifft Unterlagen. Sehr geehrte Damen und Herren, im Anhang senden wir Ihnen Kopien der von Ihnen angefragten Dokumente. Alternativ können Sie schon heute den Service von FedEx Billing online nutzen, durch die Registrierung, bla bla bla, online einsehen, belieben, runterladen, ausdrucken und so weiter. Macht doch unser Online-Scheiß. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen rund um FedEx-Rechnung beraten zur Seite, bla bla bla. Und dann halt die schöne 0180er-Nummer zum Anrufen. Ganz toll. So.
Ich habe ja den Text gerade verlesen, den ich losgeschickt habe. Also, wo habe ich denn eine Kopie von meiner Rechnung per Mail angefragt? Das weiß ich nicht, das muss geprüft werden. Jedenfalls habe ich eine Kopie der Rechnung per Mail gekriegt. Einfach so ungefragt und daraufhin dann Anfrage, bla bla bla, wurde geschlossen. Wurde geschlossen. Ja. Das ist aber auch gut. Das habe ich so auch noch nicht erlebt, okay? Ja, ich habe dann nochmal eine Mail geschrieben, dass ich jetzt gerne das Ganze komplett untersage, dass die mir irgendwelche Zusatzposten in Rechnung stellen. Ja. Ich die letzte Rechnung auch nur aus Kulanz vollständig bezahlt habe, weil ich habe mich nicht daran erinnern können, irgendwie einen Vertrag mit denen geschlossen zu haben, dass die das für mich verzollt. Ja, Das haben sie ja freiwillig das gemacht. denken die Also ich meine, es immer steht automatisch, bestimmt das ist ihr. ja okay, ne? Wir bezahlen ja. Ja, es steht halt bestimmt irgendwo im ganz Kleingedruckten, vielleicht irgendwo in den Terms of Service drin. Vielleicht. Vielleicht, wahrscheinlich auf Englisch. Das heißt, die gelten für den deutschen Markt dann in dem Fall sowieso im Ernstfall nicht. Aber ich meine, hätte ich das gewusst, dass ich erstmal von denen noch dann eine Zahlungserinnerung kriege, noch die losgeschickt wurde, noch bevor sie mir die Rechnung überhaupt im Briefkasten geworfen haben. Also da hätte ich denen wirklich die Einfuhrumsatzsteuer pur bezahlt und gesagt, hier für die restlichen Kosten verklagt mich Die doch. Machenschaften der tollen Läden, ne? Jetzt ist so, da ärgerst du dich halt wirklich so ein bisschen. Ich habe denen halt jetzt in der Antwort auch noch reingeschrieben, so, jetzt mit dieser Erklärung sehe ich das Thema als erledigt an. Sollte es noch Verständnisprobleme geben, können Sie gerne einen Anruf von mir anfragen. Telefonkosten für Ihre Hotline werde ich Ihnen dann in Rechnung stellen. Ist auch richtig so. Ja, weil wenn ich Geld ausgeben muss, dann, wenn die wollen, dass ich anrufe, dann dürfen sie das bezahlen. Ja. Aber es ist so, das war auch eine richtig komische Mail von denen, die nur einfach nur so eine sechsstellige, nee, siebenstellige Nummer @fedex.com hat mir da geantwortet. Ja, ich hatte bis jetzt, Super seriös. ich hatte damit bis jetzt keinen. FedEx ist schwierig. Ich hatte bei denen jetzt bis dato, egal um was es geht, zwar Kontakt telefonisch, aber mit jemandem, der richtig Deutsch konnte und auch meine Anfragen mit verstanden hat. Also. Okay, das heißt, du hast die Hotline auch noch angerufen, die Nein, teure, ich und wurde dann auch Geld dafür angerufen. ausgegeben. Ich wurde. Ach so, du wurdest angerufen, das ist ja ein Luxus. Ja, ich wurde angerufen immer wieder. So, bitte, Sie müssen das jetzt hier verzollen. Bitte, Sie müssen das jetzt hier verzollen. Sagen. Ja, ist ja kein Thema. Sollen sie halt zum Zoll bringen und dann soll's der Geben Zoll Sie mir das die halt mit Info dir dazu. Ja, klären. ich weiß nicht, was da drin ist. Wie Sie wissen nicht, was da drin ist. Ja, das würde mir als Sample geschickt. Ja, wo ist denn dann Ihre EORI-Nummer und Ihr gewerbliches? Ja, das ist jetzt außerhalb gewerblich. Wie ist es außerhalb gewerblich? Ja, ich mache das so mit einem mehr oder weniger kostenlosen Kanal, wo ich Sachen zeige. Unentgeltlich. Wie unentgeltlich? Aha, und Ja, danke. Da ist ja auch. geht es nämlich los. Da hast du keine Chance ab am Punkt. Weil die checken das nicht und denken, du wirst Steuer hinterziehen. Ja, in dem Fall würde ich denen halt eiskalt sagen, liefer es beim Zoll ab, ich hol's da persönlich ab und verzoll es selber. Weil ich bin mir halt ziemlich sicher, dass du mit dem Zoll da ziemlich einfach drüber reden kannst, besonders weil die Geräte, die du ja als Sample kriegst, dann ja wahrscheinlich auch schon EU-zertifiziert sind. Teils, teils. Du kannst mit ihnen zum Teil Ja. drüber reden, aber Ich glaube, da kommt drauf an, wen du auch kriegst. genau. Also als ich mal Röhren bestellt hatte, die vom Zoll abholen musste, dann hat der Typ sich auch einfach nur so richtig niedlich dafür interessiert, was denn da alles damit eigentlich passieren soll und so weiter, weil was kann man denn damit eigentlich machen und so. Das ist ja uraltes Zeugs und so weiter, produziert 1967. Um dabei zu bleiben, einfach um es schnell noch gerade zu erzählen. Ich habe jetzt wochenlang für das Video, was übernächste Woche erscheint, habe ich wochenlang mit FedEx hin und her gearbeitet, bis die Sache durchging. Das war nicht schön. Und es war nicht leicht, weil die halt von ihrer Meinung auch nicht abweichen. Die sind dann von etwas überzeugt. Und dann ist das aber auch so, ne? Ja. Also das ist nicht so, dass du irgendwie eine Chance hast, um denen zu sagen, hey, pass auf. Nein. Ja, das ist wirklich so. Deswegen musst du halt dann in solchen Fällen gucken, dass du dann wirklich das klar machst, dass du dem Ganzen widersprichst und sie dir halt nicht einfach irgendwelche Services in Rechnung stellen dürfen. Dürfen sollten. Ja, an sich, wenn du es halt vorher klar gesagt hast, wenn ihr mir Zusatzservices in Rechnung stellt, auf eigene Kosten, dann dürfen sie dir ja nichts mehr in Rechnung stellen in dem Fall. Lagerkosten, Rücksendekosten, ne? Das ist halt Annahme verweigert dann in dem Fall. Ist halt auch Da bedenklich, ne? können sie halt nichts machen. Was ich meine? Ja, natürlich ist es bedenklich, aber ich meine, es ist halt einfach, wie willst du eigentlich noch Kunden vergraulen? Ich meine,
Mal abgesehen davon, dass der Versand so lange gedauert hat von dem ganzen Priority Express Zeugs da. Also das Ding, was ich per, kennst du Yun Yun Express? Express, ja, habe ich schon mal gehört. Ja, das ist ja so eine komische chinesische Billo-Versandfirma, die einfach nur der billigste Versand war, den es dort geben konnte. Ja. Aber das kommt witzigerweise schneller an. Yun Express ist gar nicht so schlecht. Ja, natürlich, aber also ich sag, mach's ja auch nicht schlecht, nur weil es ein Billigversender da ist. Aber so chinesischer Billo-Anbieter schlägt geschwindigkeitstechnisch die Expresslinie der tollen amerikanischen Firma. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, die ist ja auch nur Outsourced, ne? Und die haben ihre Richtlinie, wie was sein muss. Ja, wenn die jetzt nicht erfüllt werden, ist halt blöd, ne? Halt schon, aber dann sich dann so kundenfreundlich zu sein, da kann man sich ja nicht davon beeindrucken lassen, wenn dann solche Leute, die dann irgendwie plötzlich so ein Format machen im Internet, dass die dann ein bisschen darüber sauer sind, was die dort erleben Ja. und dann dementsprechend ihren Leuten abraten, so etwas zu nehmen. Leute, nehmt einfach irgendwie den billigsten Versand aus China, was auch immer. Ja, man sollte jetzt nicht, es klingt jetzt blöd, Und dann habt ihr das Ganze. nicht FedEx, aber das ist ein Fehler von der Firma gewesen, die mir das Ding zugesendet hat, meiner Meinung nach. Die haben nicht Ja, gedacht, dass sowas gut. dabei passieren kann, jetzt wissen sie es. Ist einfach so, ne? Man traut ihnen nicht immer. Bitte traut denen eigentlich lieber meistens nicht, denn die haben keine Ahnung, was sie tun. Und die wissen auch nicht über das jeweilige Landesrecht und FedEx, wenn dann sich selber so, wir setzen uns mit dem Zoll auseinander, was ihre eigene Nummer war. Dann hast du aber auch das Ding, dass die natürlich mit solchen Sonderformen oder Mischformen nicht klarkommen. Die wissen ja nicht, was das quasi für. Ist schon klar, da kann man sich höchstens mal eine EORI nochmal für sowas anschaffen lassen, wo du das dann importieren kannst, auf jeden Fall. Ja, aber allein, dass die von mir fordern, dass ich mir die EORI-Nummer hole, ne? Ja, das ist schon. Eigentlich, ne, geht es ja nicht. Nicht bös gemacht. Also die haben wahrscheinlich einfach nur gedacht beim Sample so, von wegen muss ja unbedingt dann, ist ja nicht lizenziert und so weiter, muss ja dann speziell importiert werden. Aber es ist generell. Man sollte sich einfach damit auseinandersetzen über die Rechtslage oder den Kunden zumindest auf eine Mail per Frage antworten und vielleicht mal, wenn man schon so tolle Versendeservices hat, mal sicher gehen, dass die Rechnung überhaupt zugestellt wird, bevor man sagt, die ist 19 Tage lang überfällig. Das wäre was, was sie in Zukunft angehen könnten, wenn sie Lust drauf haben. Das ist ja mal so, ich meine, ihr könnt mich auch gerne kostenlos dann anrufen. Ich gebe euch da auch dann gerne Support vielleicht dafür. Vielleicht. Ja, vielleicht stelle ich denen dann auch schließlich eine Rechnung für Support, weil von wegen hier nochmal 13 Euro Bearbeitungsgebühr und Umsatzsteuer. Ja, es ist einfach genug darüber geärgert. Wir wollten ja noch ein weiteres Thema anquatschen im Wollt Podcast. man? Machen. Genau, an sich, wir haben ja mal im Stream vor einer Weile diese komischen Community-Sprecher da angekündigt. Ja, die existieren ja auch. Genau. Was machen die denn eigentlich so? Weil tatsächlich ein paar Nachfragen und auch speziell für einen Podcast wurde sich das gewünscht, dass wir darüber reden. Was die Community-Sprecher so machen, ja, die kümmern sich um den Support, den wir nicht leisten können. Was heißt das jetzt? Ja, wir machen Produktion, das heißt, wir haben auch mal was zu tun. Und vor allem sind Carsten und ich noch mehr eingebunden als die anderen Jungs, denn wir haben Familie. Das heißt, wir machen Arbeit und YouTube-Videos und Zeugs. Aber auch gleichzeitig haben wir das Problem, dass wir uns nicht um die ganzen Plattformen, Einzelfragen und die Community so kümmern können, wie wir gerne theoretisch wollten. Ist halt technisch einfach nicht möglich, ne? Und wo kommen da jetzt die Community-Sprecher ins Spiel? Ja, die Community-Sprecher sollten sich dann so gut es geht eben drum kümmern, und das tun sie auch mittlerweile sehr gut, um Anfragen, um Moderationen. Sie leiten Direktfragen und Bedürfnisse der Community an uns weiter und vermitteln ein kleines bisschen, versuchen ein bisschen für uns einen Filter darzustellen, dass wir halt das in Häppchen haben, die wir auch bearbeiten können oder angehen können. Genau, an die könnt ihr euch einfach wenden, zum Beispiel auch wenn ihr irgendwas von uns direkt teilweise wollt, weil es nämlich einfach ein bisschen einfacher ist, wenn dann ein paar Leute gibt, die das Ganze zusammensammeln und die dann auch der Community mal schneller antworten können, vielleicht als wir.
Ist jetzt nicht so, dass die euch jetzt für jedes Ding Support leisten können, aber die können euch vielleicht dann schon mal eher sagen, ja klar, habe ich jetzt mal weitergeleitet und so und kümmern wir uns später drüber oder ist schon in Bearbeitung, weil ich meine, wir wollen jetzt natürlich nicht wieder einen Podcast machen, wo wir darüber ragen, dass wir Einzelsupport geben sollen und so. Das haben wir schon zweimal gemacht, glaube Das haben ich. wir schon sehr oft gemacht. Ach, zweimal im Podcast. Okay. Komm. Ja, ich weiß doch, was im Podcast vorkommt. Ja, ich erinnere mich nicht drüber, aber ja, wir haben jeden Tag Custom-Support-Anfragen. Jeden Tag. Jeden Ja, Tag. die, wie auch immer, wir beschweren uns jetzt einfach nicht, dass die Inbox überläuft. Ich meine, wer den Podcast hört, der wird davon bestimmt sowieso nicht mehr betroffen sein. Wenn doch, schäm dich. Wie gesagt, die Community-Sprecher, ihr könnt auch einfach an die Community-Sprecher@thegeekfreaks.de schreiben, wenn ihr da dann Ja, irgendein Anliegen habt in diesem Sinne. jederzeit, die freuen sich über jede Nachricht, habe ich gehört. Ich habe gehört, Moritz hat denen schon so ein paar private Support-Anfragen weitergeleitet, wo sie dann nicht mehr so erfreut drüber waren Solange irgendwann. es keine Beleidigungen sind, ne? Ja, aber so nach der 12. weitergeleiteten Mail an einem Tag in 2 Stunden oder so. Ja, wir wissen das ja, ne? Wir kennen das. Natürlich. Na, weil das ist ja nicht unser erstes Rodeo, will ich es jetzt mal nennen. Aber ich glaube, das erste, was so groß wird. Wie meinst du? Na, das erste Rodeo, was denn so groß sich reiten lassen muss, dass man da plötzlich eine so hohe Reichweite generiert. Ja, das ist auch möglich, ne? Ich meine, der Stream letzte Woche, der hat ja zum ersten Mal peakweise fast die 500 Zuschauer geknackt, Wir also. mit unserem Podcast werden das natürlich nicht erreichen. Das ist ja hier übrigens nur Bonus-Content, den wir so zum Spaß liefern. Während wir zum Beispiel was arbeiten, ich zum Beispiel bearbeite gerade Bilder im Hintergrund. Heißt, ich bin gerade dabei und bearbeite Thumbnails und so weiter für nächste Woche. Da muss ja wieder ein Video online gehen. Heißt, die Leute wollen ja auch da wieder Content haben, also bin ich dabei und muss natürlich auch Podcasts und so Zeug fertig machen. Das mache ich dann quasi so gerade eben. Ich meine, dass die Leute wissen, dass wir nebenbei ein bisschen irgendwas machen. Also, Damit müssen sie auch klarkommen. das, ja, aber das wissen die ja schon aus dem letzten Podcast. Da hatten wir ja schon drüber geredet. Und der ist ja jetzt auch schon gemastert und fast verfügbar. Fast verfügbar. Ja, fast verfügbar. Der kommt jetzt eigentlich dann. Also, ich meine, heute kommt ja eine Folge raus, dann kommt nächste auch eine Folge raus. Das heißt, der hier müsste jetzt eigentlich dann in 2 Wochen fertig sein. Oder wir schieben das, was wir zwischendrin hatten, mal irgendwo mit rein, weil. Ist ja auch mal eine Zeit lang nichts gekommen und so weiter wegen Ausfällen und so weiter, dann haben wir ein bisschen Sondercontent. Können wir auch machen. Wer weiß, ich meine, irgendwann werden die Leute es schon merken, wann sie die kriegen, die Podcast-Episoden. Sagst du was nicht? Wieso? Irgendwann werden die Wenn die Leute uns schon jetzt, merken, ja. wenn hier jetzt gerade zufälligerweise, ich, Mann, wie kann denn das sonst sein? Podcast versehentlich hören und nicht merken, dass man ihn hört? Spotify-Schleife und eingeschlafen? Das ist immer gut. Das kenne ich irgendwo jetzt. Ich habe schon mal gehört. Hey, aber gibt Warteschleife, die, wenn du da schön eingeschlafen bist, das gibt trotzdem Viewtime. Ich meine, wir kriegen zwar keine Revenue von Spotify da, soweit ich weiß, Nee. weil Spotify kriegt im Endeffekt auch nur ein RSS-Feed und die nehmen sich den Podcast dann nochmal, komprimieren ihn noch 15 Mal runter oder so in eigentlich Bambusqualität, aber. Es ist ja In nur Sprachaudio. Holzklasse-Qualität. Ja, ich meine, gemastert wird das Ding ja auf speziellen Wunsch auch noch in Studioqualität, weil wir ja tatsächlich darauf angesprochen wurden, ob wir den nicht auch in Free Lossless Audio Codec zur Verfügung Echt jetzt? stellen Wir wurden könnten, darauf was wir ja auch wurden hätten. angesprochen, ob wir den in guter Qualität liefern. Ja, tatsächlich kam das ja kurz nach dem Pilot. Dann kam ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, war es eine Mail oder eine anderweitige Anfrage, ob wir den nicht auch in audiophiler Qualität mastern könnten. Ja, natürlich geht es. Die Frage ist, ob die Leute es wollen. Aber dafür habe ich den Lukas natürlich auch noch ein paar Plugins gegeben, dass er das Ganze noch ein bisschen hübscher machen kann. Oder ihm vorgeschlagen, welche er da nutzen könnte. Ja, das auf jeden Fall. Also das, was hier jetzt gerade ihr hört, das wurde jetzt gerade auch mal, ich kann es ja anteasern, mal als Experiment jetzt einfach komplett hier analog einfach über mein kleines Mischpult hier einfach nur abgemischt. Gibt nur Probleme, wenn mehr als eine andere Person im
Audio hier ist, die reinkommt, weil ich habe nur eine Soundkarte, die hier rausgeben kann in der Qualität. Ja, das Problem kenne ich. Ja, und ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich Leute auf verschiedene Soundkarten legen kann. Echt nicht? Nein, oder wüsstest du jetzt was für Mumble zum Für Beispiel, wie man da Mumble Leute auf persönlich nicht, verschiedene. aber du kannst die Kanäle trennen. Links, rechts, da Podcast eh immer nur Mono ist. Und viele Ja, Soundkarten erlauben, gut. dass du linken Ausgang woanders nur gutes wie rechten. Ja, gut, klar, dann müsste ich natürlich nur gucken, dass ich dann einen zweiten Deck in der Qualität hier noch irgendwo dran habe, der das Ganze dann natürlich auf dem rechten Audio macht. Und dann wird es halt, ja gut, mit mehr als 3 Leuten haben wir einen Podcast sowieso noch nie aufgenommen. Ja, genau. Deswegen. Aber jedenfalls geht das Ganze ja dann ein bisschen flotter mit dem Podcast produzieren, wenn man ihn direkt in Echtzeit hier sieht, wie er gerade quasi gemastert wird. Ja. Natürlich geht es ein kleines bisschen schneller. Wir optimieren ja nach und nach auch unsere Workflows. Also das ist ja auch, ich würde sagen, jetzt Voraussetzung, aber wir haben diesen Anspruch auch, dass wir ein bisschen besser werden. Ist natürlich nicht das Endfall, was ihr jetzt dann in dem Fall gerade kriegt, was direkt so fertig ist. Kommt natürlich noch ein bisschen was rüber, was zumindest so ein bisschen das Klicken von Alex zum Beispiel Ja, rausfiltert. da muss ein Anti-Klick-Filter drauf, weil das ist scheußlich, was ich hier mache. Das tut mir ja leid für alle Leute, die sich das anhören, wirklich, echt, seriously. Aber geht gerade nicht anders. Man gotta eat, man gotta work. Kein Problem. Ich meine, Rauschen wird sowieso jetzt schon teils Realtime entfernt gerade, also das klingt schon ziemlich Das gut. ist gut, wenn das schon Realtime entfernt wird. Sehr gut, das macht mich glücklich. Also, wenn du jetzt natürlich einen Föhn einschalten würdest, dann wird das natürlich nicht sofort entfernt sein. Ja, Dann müsstest du ja. dir vielleicht irgendwie sowas wie RTX Voice oder sowas mal Das kann ich anschaffen. gar nicht machen. Wieso denn Weil ich nicht? keine Grafikkarte habe, die das gut bearbeiten kann. Die 1080 Ti macht das nicht so. Aber du kannst ja bei Pascal schon RTX Voice theoretisch Wenn ich aktivieren. die alte Version von RTX Voice noch übernehmen würde. Aber die Artefakte sind es mir dann nicht wert. Also es sind dann Ja. zu viele Artefakte im Sound und das ist für Audiophile ja auch nichts mehr. Ach, auf jeden Fall nicht. Ich meine, die werden uns sowieso schon steinigen, wenn die erfahren haben, dass wir hier mit Plugins und so weiter und so Denoiser arbeiten. Musst du doch. Musst du doch. Natürlich Jedes muss man sowas. High-Quality-Audio ist bearbeitet. Ja, Und aber es ist ja dann nicht mehr das audiophile 1:1 Erlebnis. das wollen, ob die das wirklich wollen mit unseren Kackmikrofonen? Das Also ist. mittlerweile ist mein Setup eigentlich gar nicht mal mehr so beschissen, wie es mal war. Also meins ist immer noch ziemlich räudig, vor allem weil ich sehr viele nervige Geräusche im Hintergrund habe und kein Studio in der Hinsicht. Ich habe ja nur meinen Ist Raum. klar, ich meine, ausbauen mit vielleicht mal ein bisschen bessere Akustikdämmung und so weiter und Ja, das wird es hier nicht geben. Hintergrundgeräusch generell, sag niemals nie. Hier in dieser Wohnung wird es das niemals geben. Ist da der Wife-Approval-Faktor Der nicht so gegeben? Wife-Approval-Faktor ist null. Also, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird nie existieren. Ach, ich sehe schon kommen, wenn die Ehefrau etikettiert wird. Was meinst Ja, du hast doch auch jetzt ein Etikettiergerät du? und mit dem etikettierst du doch hoffentlich alles, so wie es Vorschrift ist. Klar, da wird alles klar. Mein Hund muss etikettiert werden, Bildschirme müssen etikettiert werden, das Etikettiergerät ist zu etikettieren. Ja, klar, man muss, man weiß, ihr wisst ja da draußen, alles muss etikettiert werden. Nee, so schlimm ist es natürlich nicht. Aber weißt du, wie ich mein Audio wahrscheinlich schon verbessern könnte, wäre, wenn ich einfach alles, was hier am Rumrauschen ist und so weiter, und vielleicht auch manchmal das Fenster schließen oder so, das könnte vielleicht auch mal helfen, Sowas hilft aber sehr. ja, es ist nur einfach, dann gehe ich halt ein und wenn ich dann vor lauter Eingehen durch Hitze irgendwann anfange zu hecheln wie so ein Hund, ist doch auch nicht mehr. Nicht unbedingt. Also, Das ist ja auch nicht es ist jetzt audiofördernd. nicht das Optimalste, was du machen kannst, habe ich gehört. Ja, aber ich könnte hier zum Beispiel den PC, der hinter mir gerade hier steht und vor sich hinrödelt, der die ganze Zeit so macht, den könnte ich ja vielleicht mal einfach mit einem anderen Lüfter irgendwie ausstatten, dass der fixed PWM läuft. Du meinst, dass er nicht ganz so krass ist?
Ja, das war einfach generell entweder Fixed Voltage oder halt mal das BWM einfach fixen. Ja, das ist eine Möglichkeit, das kann das machen. Aktuell ist es gerade noch auf Auto und ich meine, ja, das Auto hört man halt, sobald der loslegt. Ja. Das ist so. Das hörst du aber immer. Das hörst du immer auf jeden Fall, aber wenn ich es dann noch ordentlich im Serverschrank eingebaut habe, dann müsste man es sehr viel weniger hören, weil es dann in einem geschlossenen Schränkchen ist. Und ich meine, den Lüfter in meiner USV, den müsste ich mal austauschen, der ist ein bisschen Ich rappelig. glaube ja, sowas ist schlimm. Ich hasse herabliche Lüfter. Ich hasse sie wirklich. Ja, tatsächlich bin ich mittlerweile ziemlich gut einfach so im generellen Ausblenden von Hintergrundgeräuschen, weil mich die Umwälzpumpe von unserer Heizung an sowas gewöhnt hat einfach. Okay. Ich schlafe ja fast direkt neben dieser Heizung. Ja. Und diese Umwälzbombe, die macht die ganze Zeit Macht's ja. so ein konstantes Brummen Gibt sie einfach. dir panne Geräusche, die Pumpe? Genau. Und das ist dann so, dann wachst du eher auf, weil das Ding sich gerade mal abschaltet und du dann denkst, okay, irgendwas stimmt gerade nicht, ach, hat sich verändert. Hab gehört, das ist Aber uncool, ja. reden. Aber reden wir nicht über Schlafrhythmen von Nerds. Wer redet über Schlafrhythmen? Wie? Keine Ahnung, ich habe gerade noch einen Kaffee getrunken. Ja, ich bin vorhin auch schon zweimal fast am Rechner eingeschlafen. Ist schlimm, aber da kannst du wenig machen. Wenn Das Witzige ist ja, in dem Fall merke ich sogar von Kaffee gar keinen Unterschied. Ich meine, ich kann um 23 Uhr einen Kaffee trinken und kann um 1 trotzdem pennen gehen, locker. Echt jetzt? Ja. Das ist aber nicht so gesund, ne? Habe ich gehört. Wenn man an dem So Punkt viel ist. Kaffee trinke ich nicht mal. Ja, ich habe aber gehört, wenn man an dem Punkt ist, ist es nicht so gesund. An dem Punkt war ich schon immer. Echt jetzt? Ja. Ich weiß nicht, was mein Stoffwechsel mit Koffein macht, Du aber weißt ja, normalerweise wird es Koffein hat an sich im keine. Körper ja multipliziert, ne? Normalerweise. Und normalerweise macht es Leute super wach, aber. Na, das ist noch nicht mal gesagt, dass es super wach macht. Aber es wird ja verstoffwechselt Ja, in gut, ich mehrere meine. Abfallprodukte, die dich dann triezen. Das ist doch sowieso komisch. So, ich meine, was die Menschen so aus Stoffen machen, die für sie eigentlich nicht geeignet sein sollten. Ich meine, oh, guck mal, eine Chili, die hat einen Stoff entwickelt, der wieder Fressfeinde abwehren soll. Ja, ach komm, lass mal essen. Der Mensch baut sie dann an und püriert sie nur, damit er sich dann Tabasco draus machen kann. Lass mal futtern. Die Kaffeepflanze hat so ein Koffeinzeugs entwickelt, schön als Insektengift. Aber lass mal pürieren, in Kaffee tun und Ja, das trinken. kickt ja. Ja, wir Ja. Menschen halt, das ist schon witzig. Wenn man es so betrachtet, ne? Ja, aber deswegen, ich konnte es auch noch nie nachvollziehen, weil andere Leute immer sagen so, wie jetzt, du hast noch ein Glas Cola abends getrunken, da kannst du doch gar nicht nachpennen gehen. Naja, so krass würde ich das gar nicht sehen. Ich trinke eigentlich die meiste Zeit, also getränkemäßig, bei Koffein, also bei Kaffee im Speziellen, vor allem, weil ich den Kaffee viel zu stark mache, da sehe ich das Ganze immer ein bisschen anders. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel Kaffee du in dein Wasser tust oder Wasser in dein Kaffee. Ich weiß nicht, in welchem Verhältnis das schon gesagt Das werden muss. Verhältnis ist viel. Ja, aber ist das Verhältnis schon eher 50% Kaffee oder 50% Wasser? Naja, es landen boah, auf einer halben Kanne, was gehen da eine halbe Liter? Weiß ich nicht, wie groß deine Kanne ist. Ich meine, ich habe welche gesehen, die passt ein paar Espresso Ja, sagen rein wir und mal ich habe halber schon welche Liter. gesehen, die passt 1,50 Liter rein, ja. Ja, da landen schon 9 Löffel Kaffee drauf. Gestrichen, gehäuft, Teelöffel oder diese Diese Kaffeeschepper? Kaffeeschepper aber halt voll mit so einem Hütchen drauf. Gehäuft auch noch, Halleluja. Ja, das ist so. Wenn ich. Es ist dann Western-Kaffee, ja, kein Wunder, dass du davon dann wach wirst in der Dosis. Ja, und das mache ich mir halt zweimal am Tag. Hast du Glück? Trinkst du eigentlich deinen Kaffee überhaupt mit Zucker? Nee, glaube ich, Ja. weiß nicht. Ach doch? Ja. Ach stimmt, du warst mit Zucker dann Ich zugange. brauche Nee, ich Zucker. konnte mich nur gerade dran erinnern, was wir da auf der IFA hatten, von wegen, wo ich mir am besten noch eigentlich eine Kaffeesahne mitgenommen hätte. Ohne Zucker kannst du das nicht trinken.
Also, Und ich finde ja Mandelmilch. eigentlich eher mit Zucker kannst du ihn nicht trinken und ohne Milch kannst du ihn nicht trinken. Aber das ist, glaube ich, halt Geschmackssache. Naja, ich kann ihn komplett ohne Milch trinken, ne? Das ist Ja, das. kann ich auch. Schmeckt halt allerdings jetzt nicht so super. Ja, ohne Milch. Es nimmt dem Ganzen so ein bisschen Milch drin, nimmt halt dem Ganzen so ein bisschen die Bitterkeit, die manchmal drin ist. Richtig, es ist mir einfach oft auch viel zu bitter. Ja, das liegt daran, wenn du den Kaffee so heiß machst und so stark, dann verbrennt nämlich das Ganze einfach. Ja, aber es liegt aber auch dran an der Sorte. Muss man sagen, es liegt auch, ob man jetzt Robusta oder Arabica, macht schon Unterschied. Es liegt auch daran, wie der geröstet wurde, ob der schonend geröstet, ob der einfach nur auf billig geröstet, ob das der holländische Kaffee ist, der nur für die Touristen produziert wurde, weil die billig Kaffee kaufen wollen. Ja, oder ob du einen richtigen hast. Frisch aus Resten, einmal mit einem Teerbrenner drüber und ein bisschen Teer ist vielleicht auch noch drin aus den Überresten von vorher. Teer ist lecker. Ja, habe ich gehört, zumindest von Ja, ich manchen. bin ein bisschen müde. Nicht wundern, ihr da draußen, ihr werdet es überleben. Ach, auf jeden Fall. Irgendwas wollt ihr noch? Das ist so mein Standardsatz. Dein Standardsatz, okay. Also, wir können natürlich auch gleich die Folge irgendwann beenden. Vielleicht ein bisschen hängen wir noch dran, Ja, wer alles weiß. gut, alles gut. Also im Moment bin ich auf der Suche nach einem guten Thumbnail für Smart Home. Und es ist gar nicht so leicht. Weil es soll ja kein Clickbaity-Bait-Bait sein. Ja. Er soll ja auch irgendwo, ne, die Leute interessieren. Das stimmt. Das ist aber häufig so, dass du irgendwo den Sweet Spot zwischen, sagen wir, interaktionsauslösendes Bild und Clickbait Ja, kriegen und vor musst. allem das ist nicht leicht, finde ich. Ja, das ist natürlich nicht leicht. Bei unseren Livestreams ist es mittlerweile ziemlich einfach. Da fahren wir ja einfach die Schiene, wo die reuploadet wurden, die sind einfach remarkable durchnummeriert. Und die erkennst du einfach, wenn du sie siehst. Und wenn du Livestreams gucken willst, dann findest du sie so ganz einfach über das Hub. Das stimmt, das werden wir irgendwann aber auch wieder ändern müssen. Wieso meinst du? Findest du das nicht schön mit dem Das durchnummerierten bringt und keine so? Klicks. Das heißt, Ah, es heißt, es das. wird kommen irgendwann, nicht heute, nicht morgen, aber es wird auf jeden Fall kommen, dass diese Dinge natürlich geändert werden. Ich will es jetzt mal auf die harmlose sagen, ne? Du meinst jetzt mit Livestreams, die gerade live sind, oder mit Livestreams, die als Reupload dort liegen, die sich Beides. sowieso nur Leute angucken wollen, die Live-Livestreams verpasst haben oder Ja, im so? Moment wollen das nur Leute gucken, die live verpasst haben. Sag mal, wo können sich diese Leute eigentlich diese Live-Dinger und unsere Podcasts und was auch immer wir denn noch für solche Formate hochladen angucken, Ich glaube auf Alex? thegeekfreaks.de. Ich glaube, das ist die Seite, wo die Leute echt einmal hin sollten, weil sie da den guten Stuff kriegen. Genau, da finden Sie nämlich von Alex Embedded höchstpersönlich oben den Link auf The Geek Freaks TV, den YouTube-Kanal, auf dem das Ganze anguckbar Ja, ist. ich habe gehört, das ist ganz gut. Genau, da gibt es so ganz, ganz viel interessanten Content und ihr könnt auch ganz, ganz viel mal interessant abonnieren, damit ja, da vielleicht auch mal was kommt oder so. Ja, Wer weiß. also ich würde sagen, an Ihrer Stelle schaue ich das mal an, das ist cool. Und wo können uns die Leute dann eigentlich Feedback zum Podcast und so weiter Auch hinterherlassen? auf thegeekfreaks.de. Oh, das ist ja gleich eine Seite, die sollte man sich direkt als Browser-Startseite festlegen, damit man immer schön draufkommen kann und die neuesten Neuigkeiten da angucken kann, Ich oder? habe gehört, das ist echt the place to be. Und dass da einige Sachen, gut, die Seite hat noch ein paar Bugs, ne? Aber wir sind auch nur wie wir. Aber ja, da solltet ihr öfters mal vorbeischauen, weil da findet ihr nicht nur Podcasts, Livestreams, Umfragen. Da findet ihr eigentlich extrem viele Sachen, die euch interessieren könnten. Habe ich gehört. So, die, ja, ich habe gehört, die Bugs, die noch da sind, die fixt Moritz morgen so irgendwo gegen 11 oder Ach, so. echt schon so früh. Genau, also vorausgesetzt, du füllst halt genug Gaming Booster in die Kaffeemaschine. Das klingt doch gut. Das sollten wir es dem Moritz mal sagen. Man kann das auch morgen punktuell machen. Du, ich glaube, wenn du wüsstest, wie viel der heute geprahlt hat, dass er geschlafen hat, dann würdest du ihm schon wieder eine Predigt über Eine Schlafmangel halten. Stunde? Anderthalb. Wow, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, irgendwann wird uns der Kerl ausfallen wegen Schlafmangel. Genau, Moritz. Also, wenn dich das jetzt geärgert hat, dass wir das über dich gelästert haben, du
hättest ja gerne wieder mal im Rekord dabei sein können. Mumble IP hast du ja. Ja, belistet. Und ansonsten schreibst du einfach eine Mail an podcast@thegeekfreaks.de und lässt dort Feedback zum Podcast da. Das kann er auch machen, War das nicht eine super ja. Integration? Sexy. Ui. Der Lukas. Haben wir jetzt ja schon fast Ja, der ausmoderiert. Lukas, der zieht es da einfach aus dem Hut. So, wenn es so langsam gegen Ende geht, das Spiel hier. Muss man ja auch schließlich machen. Ich meine, wenn wir Alex richtig kennen, dann muss man ihn auch schon manchmal zur Abmord bewegen. Deswegen würde ich einfach sagen, wir wünschen euch einfach einen guten Morgen, guten Mittag, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das hier gerade Und hört. ob ihr es gerade hört. Schaut dann auf thegeekfreaks.de vorbei, die Seite mit den ganz tollen Hub-Möglichkeiten, wo man ganz viele Sachen findet. Habt Und gehört, die Seite ist super. Also, ich buche genau. das mal. Damit wir hören uns im nächsten Podcast. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.